Hey Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Age of Wonders 2. Wir sind in der finalen Mission und haben uns das letzte Mal einen kleinen Start gesichert mit sehr vielen guten und teilweise auch glücklichen Kämpfen und sind jetzt dabei, uns Richtung Nimue zu bewegen, in der Hoffnung, dass wir sie dort ausschalten können. Müssen wir mal schauen. Ich habe ja noch die Hoffnung, vor allen Dingen, wenn sie sowas Dummes tut. Das bringt mich jetzt natürlich zum Überlegen. Ach, hallo Nikon. Der hat Dings da gewirkt. Bla bla bla. Tod und so. Bla. Er hat Dings gewirkt. Domäne der Dunkelheit. Das ist ja eklig. So, ich habe aber noch gemerkt, was ich gesehen habe. Ich könnte also versuchen, mit diesem kleinen Strike Squad, nennen wir es mal, hier alle zu besiegen. Wie wär's? Hauptproblem ist die Kanone. Sabotage kann er machen, oder was? Dann Phasensprung. Sabotage. Hätte wieder Sabotage machen müssen. Ja. Okay, gut. Probieren wir gleich nochmal. Das ist gewinnbar. Es ist nicht leicht, ich gebe es zu. Aber das wäre natürlich am Verlust ärmsten. Könnt ihr auch Phasensprung hier hin machen erstmal. Mach jetzt Zauberblitze. Blitze auf die Kanone. Schade. Ein Treffer und da ist Geschichte. Geil! Was ein geiler Start! Und das war sogar Nimue. Das war's für sie. Hehe. Die hatte sogar Blitzangriff und alles, ne? Das Geile ist, wir können jetzt diese Gruppe anwerben für unsere Zwecke. Und wie viel können wir hier schon? Wir können schon Luftgewehr anbauen. Geil. So mache ich jetzt noch eine kleine Verteidigungstruppe. Und noch ein Katapult oder so. Und danach geht's los mit Luftgewehr. Hammer. Auch diese Domäne der Dunkelheit wieder entgangen. Gut, alle Gruppen haben gezogen. Das war geil. Also hier der Kampf, der Wiedereinnahme dieser Stadt war schon genial. Das letzte Mal, das war super glücklich. Habe ich nicht letztes noch mal durch den Kopf durchgegangen. Und jetzt das.
Haben wir doch gerne. Dorthin, du bist Verteidiger. Ritter, tja. Finde mal hier ein bisschen was zu erkunden. Mit einem das Gebiet von Tempest. Jetzt müsste ich eigentlich noch. Ist natürlich ein bisschen riskant, weil ich nicht sehe, was von unten kommt. Nächsten Kobold schicke ich nach unten. Bisschen alles verteilen auf der Karte. Nordisch breit, Kobold, Zentaure. Nordlicht anwenden. So, das können wir hier wieder sehen. So. Eine Mine. Du wirst mit Verteidiger. Vielleicht dann jetzt gucken wir hoch. Hier hängt irgendwo Tempest ab dann. Ich weiß noch aus dem vergangenen Spiel, dass hier unten noch eine Node sein müsste oder so. Okay, also bin ich jetzt neutral? Neutral ist gut. Das heißt, ich könnte auch Spinnen jetzt beschwören, ohne dass sie abhauen. Goldenes Zeitalter hat einen Map gewirkt. Das sind schon ganz schöne Truppen, die er da produziert. Schöne Truppen, die er da in meine Richtung schickt. Kollege. Ja, ich möchte gerne, dass wir hier eine coole Truppe bilden. Diese auszuschalten. Wieso verloren? Wieso verliere ich das? Verstehe ich nicht ganz. Das ist die Spitze, was er hier macht. Alter, weil er zu dumm ist, ihn zu treffen. Er hätte so schön sein können. War er zu blöd, einen Fangkämpfer, der sich nicht verteidigen kann, zu treffen.
nicht gedacht, dass das so ein Problem ist. Lustig. So. Schön war der Kobolde produziert und zum Tauchen. Das ist schon eine ganz schön interessante Truppe dort. Jetzt die Frage, was wir hier bauen. Bauen wir dann Ritter oder? Wie machen wir das hier? Das ist erstmal das Vernünftigste, denke ich, Ritter zu gehen. Die einzige Verteidigung ist, ne? Sind aber meistens unsichtbare Leute dabei. Hier wird Tempest, denke ich, sein. Eine Idee, diese Ohren anzugreifen, weil die gerade alleine sind. Nicht mit der anderen Gruppe zusammen. Sogar einmal getroffen. Kosmische Blitze heimgeschaut, Blendblitz. Blendblitz wäre ganz gut, ne? Noch Zauberpunkte, okay. Stimme einfach hier hin. Zauberblitze. Okay. Er trifft ihn einfach zweimal. Wie das denn? Doch. Also. Das ist ein Tier. Ich kann es nochmal mit Autokampf probieren, aber ansonsten. Also. Dass er ihn trifft, ist ja super unwahrscheinlich. Wahrscheinlich doch nicht so. Egal, hier kann ich stehen bleiben erstmal. Ach, die haben den noch gar nicht eingenommen. Dann halt nicht. Ach, das ist die Verbindung da drunter. Keine weiteren Fragen. Kriegt man das aber ein, genau. So, jetzt die Frage, was Necron hier treibt, ne? Könnte ich gewinnen. Könnte ich aber auch verlieren, ja, denn wie die Mammutreiter sich anstellen. Ich
Hey, du Trott. Hat der extra Angriff, dann hätte ich natürlich was so machen können. Zauberangriff, heiliger Angriff. Okay, jetzt. Yes. Wow, das ist ein Tier. Ja, noch nicht ganz so, ne? Jeglichen Schaden, den man vorher verursachen kann, ist es natürlich wert. Doppelschlag. Das sollte mich einfach mal angreifen. Aber naja, gut. Soll mein Schaden nicht sein. Es wird aber hässlich langsam. Schwindelgefühl. Wahnsinn. Dieser Typ, ne? Das waren wichtige Kämpfe. Sollte er normalerweise auch nicht gewinnen. Aber naja, sollte er. Dieses Vieh da hinten ist... Hätte ich nicht auf ihn gehen sollen eigentlich. Jetzt keine Hälfte mehr. Ganz ein. Der trifft das auch noch.
noch, ja. Treff ihn halt. Es gibt so eine. Das scheitert es daran, dass du ihn triffst oder was? Schießkunst 2. Schießkunst 2, Junge. Schaden machen. Egal, ordentlich was mitgenommen. Ist bald wieder ein Kobold fertig, ne? Ja. Ob du das gewinnst? Sich mit dieser Schwerkraft dann anzugreifen. Okay. Ah, er hat Hellsehen, ne? Ja, also das sind nicht mehr Verteidiger als die dort. Interessant. Nicht zusätzlich wäre das einnehmbar, denke ich. Und die kriege ich auch besiegt. Nein, das ist noch. Achso, er tritt richtig weg. Okay. Ich muss den ersten Angriff auf die Doppelschlag-Tussi kriegen, dann habe ich eine Chance. Porto-Tor wäre nett, aber erstens habe ich gerade nicht genug Geld. Also ich hätte schon genug Geld, aber es halt braucht gerade die Einheiten mehr als das heißt ja auch, dass er noch eine andere Stadt hat. So, Nordlicht. Ich probiere es erstmal, ob ich es mit dem Kobold so hinkriege. Das muss ich anderweitig verwenden. Problem ist eigentlich nur diese Balliste. Wie man sieht.
Hier kann man auch schon Killerwölfe bauen. Krass. Schnell, oder? Geht so. Ja, muss ich jetzt nur einen Zug wenigstens verstehen bleiben. Das ist nett. Ach komm, als ob du triffst. Einmal schnell gefecht. Zack, so einfach geht's. Dass er das schaffen kann. Kobolde sind so, aber hier mit Zaubereinsatz natürlich, aber trotzdem, Kobolde sind so solche verrückten kleinen Kunden, die können irgendwie alles schaffen. Dass man da überall schon die Level 4 Einheit bauen kann, ist natürlich nett. Schaden die machen. Jetzt macht er erst ordentlich Schaden, nachdem der Typ gestorben ist. Aber nein. Wir haben es geschafft, wir haben es ihn eingenommen. Und jetzt. Verzeihung. Geht er und verteidigt die Hauptstadt, weil die ist wirklich sehr unverteidigt zurzeit. Wir haben zwar noch andere Städte, ne, auf die wir uns zurückziehen können, aber naja. Was ich dann vor allen Dingen noch brauche, sind Teleportatore in einigen Städten. Weil die Karte doch irgendwie sehr groß ist und wir so den Nachschub besser koordinieren können. So, jetzt habe ich gerade eins, ist wirklich mal Held rufen probieren. Freizeit tauchen. So. Hier ziehen sich alle zurück, okay. Das heißt, er holt sich diese Stadt jetzt. Schlechter, du nimmst das hin. Was ich gerne hätte. Dass in die Richtung geht. Ich speichere trotzdem vor jedem Kampf. Es kann immer was Dummes passieren. Sehr gut. Wir haben erstmal einen guten Stand gekriegt hier. Okay, er möchte gerne nochmal einen Angriff wagen, wie ich sehe. So, dieser Kobold. Dann brauchen wir wieder zur Unterstützung vorne. Jetzt machen wir das wirklich mal, dass wir
man Teleporter-Torbahn. Was können wir jetzt sehen? Hier? Hey, das war's. Okay. Dich mit als Verteidiger. Ich habe das extra eingestellt. Eigentlich auch. Das ist nicht vergessen, die beiden sollen eigentlich Angriffe machen. So, was ist dein Job? Zu gehen wahrscheinlich. Und dein Job ist, diese Mine einzunehmen. Okay, sieht doch soweit ganz gut aus. Finde ich. Hauptsidiaga ist die Arena Tempest. Ah, das sind zwei Truppen. Und den eine hier gleich gut sein wird. Die zweite könnte es überleben. Schamane, Luftgalerie. Perfekt. Produzieren wir auch gleich noch eine zweite Bilder. Ja, eigentlich würde ich gerne dieses Gold sparen. Machen wir hier lieber noch eine Werft. Bin vielleicht bereit, dass ich mehr Level 4 Einheiten produzieren kann. 28, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht hier so. Weil die werden mir das Spiel gewinnen, nicht irgendwelche Ritter oder so. So, jetzt müssen wir erstmal diese Truppe ausschalten. So, Angriff direkt. Nicht getroffen. Ich stelle es aber auch zu verlockend hin, ehrlich. Wie gesagt, war das auch mal als Opfer gedacht. Taube Blitzer. Nicht mal die Hüte. Alles überlegt. Das ist eigentlich mein Held hier, ne? Nächstes Spiel hat schon 255 Erfahrungspunkte gewonnen. Unglaublich. Die Frage ist zu dir, ne? Das wirst du nicht gewinnen, denke ich. Chance.
Mein einziges Problem ist eigentlich, dass ich zu wenig Kobolde habe. Produziere ich dann noch Killerwölfe. Hat er von Haus aus? Hat er Feuer? Ja. Und dann die Mittwinterhütte halt noch bauen, dass er noch Feuerschutz kriegt, aber. Dann bist du halt wieder ab, okay? Jörg macht ja irgendwelche Sachen und fliegt hin und her. Ja. Feldhufen erforscht, jetzt Zabodina. Okay. Bleiben wir dort. Die würde ich gerne noch besiegen. Wichtig wäre, dass die hier drauf geht. Der würde jetzt einfach verbrennen, nehme ich an. Ja, okay. Dann auch die Erfahrung für. Jetzt aber mit der Lesen nehme ich mein Vielfaches stärker. So. Speichern. Oh. Dass das ein bisschen schwer wird für einen. Wir das machen manuell. Ich kann mich hinter dem Haus verstecken. Und dann erstmal die Nahkämpfer ausschalten. Irgendwie so. Das davon ist zu verlockend. Einfach zu verlockend. Au. Ja, noch ein Geschau würden. Bam. Zwei Schützen. Nahkämpfer, Bosskämpfer, Steinmauer. Sehr bedacht auf Verteidiger in der Mission. Offensichtlichen Kämpfen. Jetzt haben wir hier schon eine nette Luftgalerie.
Die erhöht natürlich unsere Mobilität immens. Euer Ziel ist eigentlich, diesen Teil da rein. Das ist noch so viel versuchen, du wirst nicht siegen. Erforscht. Jetzt können wir überlegen, Segen. Erstmal noch einen Segen auf unsere Leute hier wirken. Kriegen die noch mehr Verteidigung. Ich denke, das wäre sinnvoll. Die Bibliothek ist durchaus angemessen. So, und hier wird erstmal nichts mehr gebaut. Ist bereit zum Tauchen. Wird auch auf nichts mehr gebaut. Demnächst kann ich hier nämlich anfangen mit, genau, mit Frostlöwen. Du wirst einfach ein schneller Scout, finde ich. Ja, dann ist das so. Dann machen wir die Mission ohne Helden. Wie gesagt, eigentlich sollte man, wenn man seine ersten Städte bekommt, Helden aus der jeweiligen Sphäre bekommen. Das ist aber dadurch, dass ich das jetzt auf die neuen Regeln, sag ich mal, portiert habe, nicht möglich. Müssen wir somit klarkommen. Erhöhter Schwierigkeitsgrad, wie ich es genannt habe, ne? Habe ich hier drei? Ja. Anders formuliert, ich könnte drei treffen. Dann ja, das war wohl stärker. Zeitpunkt. Der gegebene Zeitpunkt ist wahrscheinlich jetzt, weil das nicht lange genug überleben wird. Ansonsten. Mal gucken, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit im Game ist. Wie geht's denn so auf ihn? Dann überlebst du es uns nicht. Krass, wie viele Einheiten ihn jetzt im Ringen, ehrlich gesagt. Okay.
Schaden, uncool. You got this. Wahnsinn, so ein Kobold. Wahnsinn. Die hängt da also ab mit dem Rotdrachen. Rotdrache ist ein Problem. Ja, ich benenne nur Probleme, ne? Die Lösung ist Luftgaleere, / zwei Luftgaleeren. Plural. Wir sind schon auf dem Weg. Können die natürlich auch aufteilen, ja, aber ne? Mit Necron gefällt mir, obwohl du auch nicht lange noch mehr spielen wirst, um etwas auszurichten. Segen erforscht, sehr gut. Jetzt kommt. Heiliger Krieger wäre gar nicht so schlecht, weil auch gegen gute Leute kämpfen. Down. Und jetzt kommt Killerboy. Endless Produktion. Schon was gebaut. In die Richtung. Oha. Das habe ich mir nicht gut überlegt. So, speichern. Und jetzt machen wir erstmal die hier kaputt. Ich habe so krass viel Mana, ich kann es gar nicht alles ausgeben. Ich brauche nochmal eine geile Beschwörung oder so, eine Level 4 Beschwörung oder sowas. Wenn er trifft, ist schon hart. Damn. Ein bisschen. Zack. Die Mine und dann haben wir Verstärkung. So, wir teilen uns jetzt auf. Einer geht da hoch. Okay, das wäre unsere Startstadt gewesen. Okay. Okay, er sagt, geht uns gar nicht dumm an diesmal, sondern sagt wirklich, dass wir die Kraft haben. Interessant. Du kriegst einen Segen ab. Und du kriegst einen Segen ab. Und du kriegst einen Segen ab. Dann haben die nämlich alle 20 Resistenz und 19 Verteidigung. Ich habe natürlich keine Chance, klar. Aber
relativ wenig Leben. Das könnte ein Problem sein, denn ich habe gerade auch noch Zauber eingesetzt. Mal gucken, wie ich es mache. Unbedeutend, denke ich. Was nimmt das ein? Vorher hat er ja das noch nicht wieder eingenommen. Ach, das war in sich geschlossen. War also sogar eher schlecht, dass ich das gerade gemacht habe. Verstehe. Egal. Bringt mir ja nicht viel dort. Bibliothek ist gut. Teleportator. Ich muss noch das an, dann geht's zu ihm und dahin. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Luftgalerne da sind. Okay. Du sollst dich hier sowas von verpissen. Necron ist da relativ gefährlich. Okay. Da kann ich nicht viel machen. Da kann ich eigentlich auch nicht viel machen. Weil sie ja wie 3 Einheiten, ne? Prototor ist dann fertig, da können wir dann mehr beschwören, mehr Einheiten produzieren. Krass. Sphinx, auf ein Sphinx. Wer hat er eigentlich einen Eisdrachen? Ich denke, der war bis jetzt gefangen und ich habe jetzt, also ihr müsst wissen, oh, eben noch was. Es gibt sogenannte, die genau, Computerblock könnte man es nennen, also da ist ein unsichtbarer Mauer hier unten rum und die geht erst kaputt, wenn ein Nicht-Computer reingeht. Das, also wenn ich über ein Hexagon gehe, was so ein AI-Block hat, dann verschwindet der. Das habe ich gerade eventuell getan. Eigentlich alles von der abhängig. Die brauchen noch 2 Runden, also kann er auch noch den Turm hier in aller Ruhe einnehmen. Noch ein Wolf mit dabei. Hier holen wir uns noch das da hinten, bevor es losgeht. Zack. Und weiter beschwören. Wir haben so viel Mana. Ich pumpe schon alles, was geht in Erforschung, aber Gott, was die alles schon für Truppen haben.
War nicht so klug, Kollege. Die machen alle irgendwie Krieg mit sich, kann das sein? Zumindest hier Juliok mit vielen im Krieg, ne? Okay. Oh, hallo. Das war dumm, ihn da hinzuschicken eigentlich. Okay. Holen wir ihn noch ab. Dann geht's dahin. Wir müssen einfach Wächter hier. So. Hoffen wir, dass Tempest, also dass das Tempests, vielleicht das schlimmste Wort, letzter Turm ist, dann könnten wir in nächster Runde den Sturz schon besiegen. Mann. Gebe nicht kampflos auf. Wenn es so aussieht. Wow! Das ist eigentlich mal One-Hit-Wonder. Krass. Woher jetzt überall diese Leute kommen, ne? Steinmauer und nichts mehr. Kuppel dauert noch 2 Runden. Rotor ist auch demnächst fertig. Okay, speichern. Und Angriff. Eingefroren. Uncool. Tja. Alle erstmal über die Mauer springen. Cooler versus cooler. Auf ihn, weil er rumfliegt hier. Ich bin getroffen. Und nochmal Zauberblitzer. Getroffen, 7 Schaden sind gut. Hat sein Ziel oder seinen Zweck erfüllt.
Was machst du jetzt? Keule? Nicht getroffen. Schade. Schön wär's, wenn du ihn vom Himmel holst. Also. Hier ist es dann eigentlich egal. Alles. Und jetzt du. Und du hast noch ein Go. Schön wären eigentlich die Galeeren, muss ich sagen. Die sonst nicht so einfach Erfahrung mal kriegen. Sehr gut. Tempest nicht besiegt, aber... Oh, der hat ganz schöne Sachen hier. Alles zu Merlin teleportiert, ist der einzige... einzige Einheit, die hier in irgendeiner Form... Sachen tragen kann. Ja, auch mal wenn es eine kleine Verteidigungsvielfalt, ne? So in etwa. Hat also noch weitere Türme. Das ist ja fast schon zu erwarten. Okay, gut. Haben wir doch einen guten Fortschritt gemacht, wir haben Nimue besiegt, wir haben einen ordentlichen Fortschritt Richtung Tempest gemacht und bewegen uns dann, was ist dann als nächstes dran? Tempest, das erkennt man hier, Leben, Richtung Serena, das wäre auch sehr gut, weil die ist die einzige, die wirklich mit Juliok verbündet ist und ja, wenn wir die dann ausschalten, dann hat Juliok keine Verbündeten mehr, wenn ich das richtig sehe, nur noch zwei, mit denen er in Frieden ist. Ja, die sind alle untereinander, sich außer die beiden noch nicht besonders firm. Ach, hier haben wir noch einen Gegner, den müssen wir dann mal schon adressieren mit der nächsten Beschwörung vielleicht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht es weiter im Endkampf quasi. Genau, bis dahin, macht's gut.